Von Zeit zu Zeit stellt Bremer Sport TV neue Trendsportarten vor. Heute gehört die bunte Tasche, die Sie im Bild gerade sehen, zu einem Discgolfer. Bremen hat bereits 2 Discgolfplätze. Heute sind wir in Raab-Linkhausen zu Gast. Die Scheiben gibt es in unterschiedlichen Größen, Gewichten und Aufbauarten, je nachdem, ob man weit werfen möchte, mit oder Gegenwind wirft oder ob man schlussendlich den Korb treffen möchte. Hier ist das magische Geräusch, das jeder hören möchte. Unverkennbar, diese Scheibe ist im Korb. Davon gibt es in der Regel 18 auf einer Anlage. Bei einer 9er Anlage wird 2-mal gespielt. Und glauben Sie mir, das Fieber greift ziemlich schnell um sich, wenn man mal ein Frisbee geworfen hat. Es gibt auch ein Verlierergeräusch. Das klingt ungefähr so. Dann ist es eben leicht daneben gegangen. Manche Bahnen sind übrigens weit mehr als 100 Meter lang und dabei gibt es hier und da auch einige Besonderheiten. Man muss innerhalb dieser Bojenmarkierung bleiben. Links die roten, rechts die grünen aus dieser Sicht. Und wenn man nicht in diese Markierung sich hält, dann kriegt man halt einen Strafwurf und muss von da aus weitermachen, wo die Scheibe die Bahn verlassen hat. Das Schöne an dieser Sportart ist übrigens, dass hier Jung und Alt zusammen spielen können. Es gibt überhaupt keinen Vorteil aufgrund eines gewissen Alters. So, ihr beiden, jetzt habt ihr da 4 unterschiedliche Scheiben in der Hand. Ich vermute mal, die haben auch verschiedene Funktionen beim Spielen. Linus, fang doch mal an, diese Garth Wader-Scheibe. Wozu braucht man die? Also, die benutzt sich, um Annäherungswürfe zu machen. Also von 20, 30 Meter bis zum Korb. Und die mit dem Stern drauf? Das ist das Schild von Captain America. Das benutze ich eher für Weitwürfe bei Rückenwind. Also diese Scheibe, die benutze ich für Gegenwindwürfe, die für starken Wind sind und auch für extrem weite Würfe benutze ich die gerne. Und diese hier benutze ich zum Einlochen und auch für so Annäherungen von so 15, 16 Metern. Und der Unterschied von den Scheiben ist wahrscheinlich hinten auf der Rückseite, oder? Ja, da sieht man hier den Rand. Hier ist das dicker, weil die muss man doller werfen für weitere Distanzen. Und da ist halt ein kleinerer Rand wie bei einer Frisbee. Und ja, man kann damit halt dann leichter werfen und muss nicht so doll werfen. Mimi, wir haben jetzt euren Sport schon gut kennengelernt. Ich bin sicher, ihr seid sehr gut organisiert im Internet. Erzähl mal wie. Ja, im Internet sind wir zu finden auf der Seite areal56.de und ansonsten haben wir auch noch eine Präsenz auf Facebook unter Drehmoment Bremen e.V. Da findet man Informationen zum Verein, zu Turnieren, zum Spiel und zu allem, was mit Disc Golf zu tun hat. Und wer möchte, kann da gerne sich mal informieren und gucken, ob es ihm gefällt. Und ihr spielt hier in Raablinghausen und gibt es noch eine weitere Anlage, wo man spielen könnte in Bremen? Ja. Die gibt es durchaus in Habenhausen ist das. Gibt es noch das Areal 56, wie unsere Seite hier auch heißt. Das ist ein wunderschöner kleiner Platz mit 9 Körben, der allerdings mehrfach angespielt wird, sodass man 18 Bahnen hat. Ansonsten gibt es noch 3 Körbe an der Uni, auf die man spielen kann. Und es gibt noch einen wunderschönen Discgolfpark, eine Anlage in Wilmerhaven, im Bürgerpark mit 20 Körben und ja, wer möchte, kann das gerne mal ausprobieren. Gibt es im Juli irgendwo in Bremen oder Umgebung eine Veranstaltung, wo du jetzt hin einladen möchtest? Auf jeden Fall. Im Juli am 25. bis zum 27. Juli ist hier im Weseruferpark ein großes Major-Turnier vom Frisbee-Verband. Wo ganz viele Leute kommen und auch der Drehmoment ganz aktiv ist und herzlich dazu einlädt, vorbeizuschauen, sich das Ganze mal anzuschauen und vielleicht auch Lust zu bekommen, mal mitzuspielen. Ja, es geht los, meine Damen und Herren, die feuerfrei zum Disc Golf. Ja, okay. Kann meiner mal drin. Aus dem Sitzen sogar, nicht schlecht. Vielleicht nochmal einmal rausholen, einmal und dann mal noch eine zweite Vorführung kurz. Nochmal. Dabei begrüße ich mal eben auch schon meine Gäste hierzu, Michael Rollnick hier zu meiner Linken. Das ist Michael und Jan Bäs hier. Herzlich das willkommen. Ist Jan. Genau. Herzlich willkommen hier im Studio. Schön, so, hier zu sein. Zweiter Durchgang unserer Discgolfer. Geht los.
Also wenn Sie noch ein Rasenstück frei haben in Ihrem Garten, die Sportgeräte werden diese jungen Leute hier Ihnen bestimmt besorgen können. Vielen Dank, meine Herrschaften. Das war's. Nehmen Sie wieder Platz. Es geht nun weiter hier mit einem Gespräch. Danke. Ja, euch beiden hier nochmal herzlich willkommen. Der Film hat ja alles ziemlich viel rübergebracht. Aber erzählt doch erstmal, wie ist diese Sportart Disc Golf nach Bremen gekommen? Da fragst du genau den Richtigen. Erzähl. Also, weil als ich Dave kennengelernt habe, Dave ist unser Präsident, der Präsident vom Drehmoment, heißt Dave Lizotte. Da hat es angefangen, weil er war vorher alleine. Ich habe vorher schon eine andere Sportart gespielt mit den größeren Scheiben. Also ich komme vom Ultimate, deshalb kann ich auch so gut Annäherungswürfe machen, weil da braucht man das eher. Als wir uns getroffen haben, ging es dann los. Dann haben wir eine WG gegründet, also nicht er, sondern ich. Und alle, mit denen ich zu tun habe, also du wirst jetzt auch einer von denen sein, fangen irgendwann an, Scheibe zu werfen. Ehrlich? Ja, ist so. Ist man so begeistert davon, dass man von der Sportart. Der Drehmoment ist 12 Jahre alt. Okay. Und die Zuschauerzahlen oder die Teilnehmerzahlen haben sich verdoppelt. Wir sind mittlerweile der drittgrößte Verein in Deutschland. Super. Und du bist einer davon? Wie lange machst du das schon? Selber spielen tue ich es seit 10 Jahren. Okay. Und wie bist du dazu gekommen? Ein sehr guter Freund, der Mickey, hat mich endlich mal nach Potsdam mitgenommen zu seinem Bruder und er meinte, da können wir nämlich auch mal mit Frisbee spielen, mal was ganz anderes, und zwar Disc Golf. Okay. Und da habe ich auf dem Parcours der Heisernauten aus Potsdam das erste Mal Disc Golf gespielt und habe mich sofort verliebt. Wie muss man sich so ein Parcours vorstellen? Gibt's da, wir haben jetzt einen Korb hier. Ja. Ist das also jetzt in verschiedenen Höhen oder verschiedene Größen der Körbe? Woran unterscheiden sich diese Körbe auf dem Gelände? Man darf ja sagen, man ist unterwegs, wie beim Golfen. Ich will nicht sagen, wie viele Kilometer man dabei läuft. Aber letztendlich, man ist also doch unter der Natur und es gibt auch natürlich auch schlechtes Wetter. Aber die Sache ist eben halt die, wie unterscheiden sich die Körbe? Ja, also wir spielen erstmal das rund ums Jahr, im Winter, egal wie das Wetter ist. Und die Körbe unterscheiden sich nicht. Die Körbe sind immer geeicht, also standardisiert. Die Bahnen unterscheiden sich und das macht halt den Reiz aus, dass man verschiedene Aufgaben gestellt bekommt, mit den Scheiben zum Korb zu spielen. Seien es Rechtskurven, Linkskurven, geradeaus oder auch S-Kurven. Und diese Würfe werden dann gezählt oder kann man sich da im Wettkampf mit einem Verein vorstellen, dass man dann auch sagt, hier komm, der eine hat wie beim Golfen jetzt 3 Schläge bis zum Putten geraucht und dann den 4. Schlag rein und wie beim Minigolf etc. Paar so. Birdies, Bogies, genau. Auch das gibt es alles im Disc Golf auch. Obies, Fairways. Ja, toll. Drive, Putts, Greens. Ihr seid am Lankenauer Höft, haben wir gesehen. Und wie lange seid ihr da schon? Am Weseruferpark. Am Weseruferpark, genau, ja. 2012 haben wir den Bau des Parcours beendet. Wir haben 2011 angefangen, dort zu bauen. Wir haben eine Nutzungsgenehmigung von der Stadt erhalten und konnten da unsere Körbe und Abwurfstellen installieren. Und unser Eröffnungsturnier fand im Juni 2012 statt. Da kamen 70 Leute aus ganz Deutschland für ein Turnier der German Tour. Das ist eine nationale Turnierserie in Deutschland. Und ja, Ende Juni wurde dieses Turnier gespielt. Am Tag zuvor haben wir das letzte Schild eingebaut. Ja, toll, toll. Und nicht toll, aber ihr habt sicherlich auch genug Leute, die auf sich beteiligen oder kommen die nur zum Spielen? Ist ja ein Verein, der auch sich ganz normal aus Vorstandsarbeit oder Vorsitzenden irgendwo, wie hast du kurz erwähnt, aber die Leute sind ja in unserer Struktur wie ein ganz normaler Verein. Es gibt auch Aufgaben. Der Verein hat sich gegründet tatsächlich mit der Idee, wir wollten nicht mehr mit diesen Körben spielen, weil das ist nämlich ein mobiler Korb. Okay. Was am Uferpark steht, das sind bessere Körbe, die sind stabiler, weil das ist ja Edelstahl nicht wahrscheinlich, damit sie nicht rosten. Edelstahl, verchromt, verzinkt und alles richtig fein. Feuer verzinkt sogar. Feuer verzinkt, genau. Und die sind halt zum Beispiel mit rumtragen. Und wir haben uns gegründet, damals, der Drehmoment, mit dem Wunsch, wir wollen in Bremen einen für jeden bespielbaren Kurs etablieren. Das ist ja die Frage, wenn ihr so hochwertige Körbe habt, wer bezahlt die? Habt ihr Mitgliedsbeiträge ähnlich wie ein anderer strukturierter Verein oder sagt ihr, okay, wir haben hier eine Kasse und da kann jeder einen Euro reinwerfen, wenn er spielt oder so? Wir haben Mitgliedsbeiträge, natürlich, aber damals haben die Jungs, und das rechnen wir denen hoch an, die Körbe aus eigener Tasche bezahlt. Oh, haben wir. Eingeflogen aus den Staaten, aus Kalifornien, da kommen die her und die Nutzungsgenehmigung bekommen und dann den Kurs dort aufgebaut. Das heißt, dieses Gelände Weser-Uferpark kennen wir ja alle noch, wenn man da Radtouren macht, kann ich auch mit der Fähre jetzt im Sommer rüberfahren von Grümling von der Waterfront, nochmal eben nebenbei gesagt, um euch vielleicht zu trainieren zu sehen. Es ist doch eben ein öffentliches Gelände. Das heißt, ihr seid auch für die Pflege verantwortlich, oder? Die Pflege nicht. Wir dürfen so ein bisschen
die Fairways herausarbeiten, aber da weiß Michael auch ganz viel mehr dazu. Ja, also der Unterschied zum ersten Parcours, ich habe gerade erzählt, der wurde aus eigener Tasche bezahlt, das war unser erster Parcours in Habenhausen, da war ich noch nicht dabei, da war der Jan dabei damals vor 10 Jahren und nun haben wir auch Fördergelder der Stadt Bremen erhalten, haben selber reingebuttert, Arbeitszeit reingesteckt, alles selber auch eingesetzt. Was war die Frage nochmal? Man sieht auf jeden Fall, es ist eine Aufwertung des Gebiets. Und das sagen uns halt auch. Hundegelände, wenn man so will. Es ist tot und man könnte auch sagen, aber das sage ich jetzt nicht, weil wir sind ja im Fernsehen. Wir haben mittlerweile auch gute Kontakte zu den Hundebesitzern. Das heißt, es ist, natürlich wollen die da ihre Hunde freilaufen lassen, was man ja eigentlich auch nicht darf, aber wir wollen unsere Scheiben auch frei fliegen lassen, was wir natürlich dürfen. Aber es. Letzte Frage, ganz kurz, eine kurze Antwort. Wann und wo trainiert ihr und wie kann man Kontakt zu euch aufrufen? Freitags? 17 Uhr, Hanseatenkampfbahn in Woltmarshausen. Das ist aber nicht am Weser-Uferpark. Das ist direkt nebendran. Das ist direkt nebendran. Ah, so ein bisschen Kleingartengebiet ist dazwischen, das kenne ich selber. 3 Minuten von Bahn 12, okay. Da können wir in Ruhe trainieren. Da müssen wir nicht auf diese kleinen Haufen achten und können in Ruhe trainieren, ohne auch uns zu scheren, wo ganz jetzt Passanten sind. Ganz wichtig nochmal für mich, was für eine Altersstruktur habt ihr? 8 bis 88. Ehrlich? Ohne Witz jetzt. Ich habe mit meinem Opa, der hat im Krieg ein Auge verloren, der hat mir gesagt, wirf mal gerade und solche Sachen, weil er früher Tennis gespielt hat. Toll. Man kann in jedem Alter anfangen, man kann in jedem Alter aufhören, aber wenn man mal richtig Blut geleckt hat, also ist fantastisch. Ich werde mir das mal angucken, auf alle Fälle. Ja. Ist versprochen hiermit, dass ich mal selber vorbeikomme und hier so ein Ding mal reinwerfe hier oder versuche. Habt ihr das? Er hat das versprochen. Genau, haben wir versprochen. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich für so eine tolle Sportart, dass ihr Werbung gemacht habt. Bleibt weiter so und ich finde toll, dass ihr junge Leute begeistert damit vor allen Dingen. Wir wollen ja junge Leute damit anregen, hier aus dem Sessel hochzukommen und sich mal hier diese Sportart Disc Golf auch mal aktiv anzugucken. Das geht damit wunderbar. Okay. Über uns können Sie immer Scheiben ausleihen und das ausprobieren. Da sind wir auch gerne als Verein zu bereit. Viel Spaß und danke dir, dass ihr hier wart und macht weiter so. Dankeschön. Gerne. Danke für das Interesse. Genau, nicht getroffen. Meine Damen und Herren, es geht nun weiter mit einem...